Vor etlichen Jahren traf ich eine User-Story. Ich erinnere mich nicht mehr, zu welcher Gelegenheit, aber wir tranken ein, zwei Gläschen. Und wie es wohl häufiger vorkommt, wenn man sicher sein kann, den anderen niemals wiederzusehen, erzählte sie mir aus ihrem Leben. Heute, nach all der Zeit, lasse ich sie ihre Geschichte noch einmal erzählen. Als alles begann, war ich eigentlich noch gar nicht da. Ich hatte wohl schon etwas Gestalt angenommen, im Grunde waren meine Umrisse jedoch noch unscharf und meine Grenzen diffus. Nebulös war mein Geist und noch nahezu unkenntlich, was einmal aus mir werden würde. Geboren wurde ich, weil jemand eine Vision hatte. Nun sagte man einst, wer Visionen hat, soll man zum Arzt gehen. Zum Glück dieses Mal nicht. Der Visionär wollte seine Vision lieber teilen, andere damit infizieren. So kam er zum Product Owner, der ihm zuhörte, der nachfragte, beriet und am Ende nickte. So nahm ich erste Gestalt an und schon wurde ich in eine Form gepresst. Kurz und knapp, Subjekt, Prädikat, Objekt. Als Rolle will ich Feature und Motivation. Ich fühlte mich irritiert, reduziert, uniformiert. Aber vielleicht war das ja gut. Denn so hatte ich gehört, sollte ich nicht mehr sein als ein Vertrag über ein zu führendes Gespräch. Kurz danach begegnete ich den weisen Alten. Sie nannten sich selbst Senioren und Senioren sind doch alt, oder? Senior Consultant, Senior Architekt, Senior Entwickler. Wobei, so alt sahen die gar nicht aus. Sie redeten viel über mich, wobei ich anfangs etwas verlegen war. Am Ende klebten sie meinen Preis an, politisch wohlgemerkt, und nach einigem Hin und Her beauftragte mich der Visionär. War ich stolz. Der PO hatte noch mit mir gearbeitet. Ich hatte Ecken bekommen und Kanten. Ich hatte Form angenommen. Ich fühlte mich in Form. Ich fühlte mich super, schon viel klarer. Definierter, kaum noch verschwommen. Und die Senioren hatten gesagt, ich war nicht an den Haaren herbeigezogen. Ich war umsetzbar, erweiterbar, implementierbar, unüberwindbar, unverwundbar. Wunderbar, Team macht dich bereit. Ich komme. Mit einigen anderen von uns traf ich dann zum ersten Mal das Team. Ich sah einige der Senioren, dachte, da waren noch mehr und alle diskutierten und überlegten und argumentierten. Dann war ich dran, ich lag auf dem großen Tisch, ging von Hand zu Hand, wurde gedreht und gewendet. Erst war mir das peinlich, dann fand ich die Fragen allmählich toll. Was nun? Was nun? Im Team wurden Karten ausgeteilt. Ich hatte ja schon gehört, dass sie etwas unkonventionell vorgehen, diese Agilen. Zielgerichtet und pragmatisch, aber Poker während der Arbeit. Gebannt schaute ich, wie das Spiel begann. Runde 1, kurze Diskussion. Runde 2, Stille. Ich schaute auf und da lag sie, die Karte mit der 20 und ich begriff, gewogen und für zu schwer befunden. Mir war zum Heulen. Nicht genug mit den Gewichtsproblemen. Ich fühlte mich zunehmend schizophren. Wie war ich? Wo war ich? Warum war ich? Was war ich? Und vor allem, wer war ich? Und wenn ja, wie viele? Siamesische Zwillinge, die der PO mit routinierten Schnitt trennt, schneiden von User-Stories, sich viel auseinander, fühlte mich befreit und schwach. Ich war nun schlanker. Aber ehe ich wieder zum Team ging, wollte ich topfit sein. Mit dem PO startete ich ein Aufbautraining. Vorn wollte und sollte ich schlank bleiben, aber in meinem Rücken, da musste sich was tun. In Stunden harter Arbeit bauten wir sie auf. Details, nicht funktionale Anforderungen, Akzeptanzkriterien, Testfälle. So nahm ich klar umrissene Formen an. Bald traf ich das Team das nächste Mal. Mir war davor nicht bange. Ich wusste, dass ich schlank und gut trainiert war. Ich fühlte mich so klar strukturiert wie nie zuvor. Das brachte mir eine 5 ein. Und dann hieß es, sich anstellen und warten in der Schlange, die der PO Backlog nennt, in deren Reihenfolge bestimmt, wann eine Story für den nächsten großen Schritt bereit ist. Und hier hörte ich zum ersten Mal vom grünen Haken, mit dem alles endet. Die Definition of Done, so fuhr ich mit Erstaunen, sei eine Sammlung von Werten und Normen, womit die verschiedenen Stufen der Erleuchtung entwickelt, getestet, dokumentiert, deployed, auf dem Weg zur Reihenvollkommenheit beschrieben würden. Und hätte man die höchste Erleuchtung erlangt, sei der grüne Haken das Symbol für den letzten irdischen Augenblick. Mir schwindelte. Beim Warten erzählten die anderen Legenden und Geschichten, so hörte ich von heldenhaften Scrum-Meistern, von Herunterbrennen, von Untersuchen und Anpassen und vom täglichen Scrum, der im großen Kreis der Iteration bis in alle Ewigkeit sich erneuert. Mir war das alles zu mystisch und unfassbar, sodass ich die Zeit lieber praktisch nutzte, mit dem PO weiter an meiner Form arbeitete, mich weiter ausdefinierte, bis der Schweiß in Strömen herablief. Dann war der Moment gekommen, ich war aufgerückt, stand ganz vorne in der Reihe, war topfit und spürte die Ambivalenz, als ich mich hineinhorchte. Freude, dass es endlich losgehen sollte und ein Ziehen im Bauch, wenn ich an all die Mythen dachte, die im Backlog die Runde machten. Das Team diskutierte nicht lange und schon hing ich am magischen Board und war eingeplant. Wenig später, noch immer etwas bange, nahmen sie mich wieder ab, reichten mich herum und betrachteten meinen wohldefinierten Rücken und redeten, skizzierten, verwarfen und schrieben. Und als ich wieder an eine Wand hing, da hingen neben mir viele kleine Zettel, die detailliert beschrieben, was einmal aus mir werden sollte. Das Team wusste genau, was nun zu tun war, das beruhigte mich und ich hing entspannt an meiner Pinnnadel.
Ich fühlte mich wohl bei meinem Team. Sie trafen sich an jedem Morgen und sprachen gemeinsam über die nächsten Schritte meiner Metamorphose. Und obwohl sie sich sehr auf die Einzelheiten fokussierten, verloren sie nie das große Ganze aus dem Auge. Und hatten sie Fragen und brauchten Entscheidungen, trugen sie mich zum PO, um Alternativen zu besprechen. Diese holistische Vorgehensweise gab mir ein gutes Gefühl. Ich spürte Vertrauen. Die Tage vergingen. Die kleinen Zettel wanderten von links nach rechts, von To-Do nach Done, und das offenbarte sich mir, was damals nur neblig und Dunst. Der Geist der Definition of Done. Sprosse für Sprosse erklomm ich die Leiter. Entwickelt, getestet, dokumentiert, deployed, Stunde um Stunde, Zettel um Zettel, Task um Task, Done. Alle waren gekommen. Der PO, der Visionär, die Senioren und viele mehr, die ich noch nie gesehen hatte. Welche Anteilnahme, welche Aufregung. Mein Team war in Hochform, die Präsentation eine Show. Und ich war der Star, stand im Rampenlicht, war neu geboren, war lauffähig, war potenziell auslieferbar, war auf Hochglanz poliert. Und wenn dann passiert es, beinahe nebenbei, der PO griff zum Stift und gab mir den grünen Haken. Dann, dann. Und es hatte gar nicht wehgetan. Da wusste ich nun also, es gibt ein Leben nach dem Review. Der grüne Haken ist nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang. Auf einer anderen Ebene, als ein Teil eines neuen Ganzen. Und irgendwie hängt alles irgendwo zusammen, auf einer tieferen Ebene oder auf einer höheren. Wie gern würde ich das den anderen erzählen, denen, die noch warteten, bangten, hofften. Aber diese Erfahrung werden sie wohl selbst machen müssen, denn Erfahrung ist nicht vermittelbar.